Naja, es hätten auch Mäuse sein können. Wir müssen sehr nah an die Nervenzellen dran sein, um die Zellen auch wirklich nachzuweisen. Nachträglich konnten diese Zellen dann auch bei Menschen nachgewiesen werden. Aber diese Menschen saßen natürlich die ganze Zeit im Bett. Denn bei ihnen handelte es sich um Patienten, die wegen ihrer epileptischen Anfälle behandelt wurden. Während der Tests sind sie über Kabelanschlüsse mit sehr viel Equipment verbunden. Und sie sitzen mit einem Laptop im Bett. Bei diesen Tests sind die Gitterzellen nicht so schön zu sehen. Das heißt, um diese Zellen erst einmal zu entdecken, war es wirklich essentiell, mit Ratten zu arbeiten. To do this work in rats. Yeah, so we still work with animals in our lab. Ja, wir arbeiten immer noch mit Tieren. Wir haben kürzlich noch weitere Zellen entdeckt, die im Gehirn die Geschwindigkeit oder die Blickrichtung messen. Diese Zellen sind nah an den Gitterzellen gelegen, die wir entdeckt haben. Und wir haben einen neuen Weg der Navigation entdeckt, bei dem Vektoren in Bezug auf Objekte verwendet werden. Es gibt also Objektvektorzellen, die die Entfernung zu einem Objekt messen und in welche Richtung es liegt. Also ja, ich glaube, wir haben einiges geschafft. Darüber hinaus haben wir uns auch mit dem Thema Zeit beschäftigt und wie das persönliche Zeiterleben im Gehirn entsteht. Das gilt natürlich besonders für unsere Arbeit, wo wir doch von dem Verhalten der Tiere abhängig sind. Dafür brauchen wir einfach zufriedene Tiere. Aber auch bei anderen Arbeiten ist es enorm wichtig, dass Menschen ihre Labortiere auf die bestmögliche Weise behandeln. Dann bekommen sie die besten Ergebnisse, selbst wenn sie nur die Anatomie der Tiere erforschen. Denn wenn sie die Tiere mit Respekt und Zuneigung behandeln, dann vollziehen sie saubere Operationen und es wird auf exzellentem Niveau gearbeitet. Das ist eine wirklich sehr interessante Frage. Ich habe 1991 meine Doktorarbeit in diesem Bereich begonnen. Seitdem haben sich die heute verfügbaren Technologien und Methoden sehr schnell weiterentwickelt. Damals wagten wir es noch nicht einmal, von unserem heutigen Wissensstand zu träumen. Wenn die Weiterentwicklung von Technologien, Methoden und Ideen weiterhin so rasant fortschreitet, wie in der Zeit von 1991 bis jetzt, dann stehen wir vor einer Revolution unseres Verständnisses des Gehirns. Es ist nur insofern eine Art Spielplatz, als dass wir Forscher begeistert reagieren, wenn wir Fragen adressieren und beantworten können. Es ist allerdings kein kindlicher Spielplatz, denn wir verbringen sehr viel Zeit damit, darüber zu entscheiden, welche Fragen es wirklich wert sind, weiterverfolgt zu werden und wie man sie am besten angeht. Ich glaube, es ist für jeden von uns unglaublich wichtig, jeden Tag über das eigene Verhalten zu reflektieren. Meine Kinder sagen immer zu mir: Mama, bitte verlass deinen Forschungsbereich nicht, denn dort wirst du gebraucht, gerade weil du die Tiere so sehr liebst. In unserem Forschungsbereich ein Tierfreund zu sein, kann durchaus eine Herausforderung sein. Aber es ist auch eine besondere Motivation, exzellente Arbeit mit zufriedenen Tieren zu leisten. Für alle Wissenschaftler, die ich kenne, ist diese Aussage falsch. Ich denke, man kann Wissenschaft gut mit Kunst vergleichen. Man muss so viel Energie und Zeit in seine Forschung investieren, dass man sich besser einen anderen Arbeitsbereich als die Wissenschaft sucht, wenn man auf eine tolle Karriere aus ist.
Das ist sehr von der Forschungsfrage abhängig. Ich denke, dass mehr und mehr dieser Fragen mit anderen Versuchsmodellen adressiert werden können. Aber manche Fragen, besonders diejenigen, die Verhalten beinhalten, können damit eben nicht beantwortet werden. Wenn man beispielsweise die Navigation im Raum oder das Gedächtnis untersuchen möchte, und wie einzelne Zellen dieses Verhalten generieren, dann muss man ganz genau über die einzelnen Zellen Bescheid wissen. Wahr ist aber auch, dass man mit neuen Methoden immer weniger Versuchstiere benötigt, um Antworten auf Forschungsfragen zu bekommen. Fewer animals that you need for your questions.